Und moin und damit herzlich willkommen zu meinem ersten OPL-Kampf. Am ersten Spieltag sind wir gegen den guten Leroy, aka Lost Gengar, dran. Und ich würde sagen, die Teams sieht und so weiter. Ich habe einen Grampa, einen Suicune, einen Octuska, einen Latias, einen Bibor, beziehungsweise ja dann Mega Bibor und ein Anigo dabei. Mein Gegner hat einen Kabutoro, ein Roserade, ein Pampos, ein Cobalium und ein Latios im Team. Und ein Bajasu dann auch noch. So, ich denke, wir können dann mal den Kampf starten. So, jetzt fixiert das nicht. So, jetzt haben wir es. Also, unser Gegner leadet mit seinem Coco Jumbo. Das ist sein Kaburiki. Wir leaden mit Opa Present. Das ist unser Tramper. Tramper trägt die. Also, ich habe gehofft, unser Gegner leadet mit Gobalium. Und, sorry. Geht direkt auf den Nahkampf. Dann wäre nämlich unser Focus Gurt, meine ich, falls ich eben Assault West gesagt habe, wäre dann aktiviert worden. Und halt auch noch Wutausbruch. Und dann hätte der Flamethrower mal sowas von gekillt. Und unser Gegner hätte keine Rocks rausbekommen. Hat leider nicht so funktioniert. Aber wir machen dafür dem Latios schon massig Schaden mit Hyper Voice. So, der geht dann halt auf Latios. Und wir gehen in unseren Switch in. Das ist nämlich Noctuska. Das ist voll speziell defensiv mit einer Assault Vest und dagegen macht Latios dann halt relativ wenig. Wir haben hier den Switch Out predicted und gehen direkt auf den Ableit-Hieb. Nur macht er halt verhältnismäßig wenig Schaden. So, wir gehen dann raus auf unser Meph, aka Suicune. Unser Gegner legt dann leider die Rocks. Wir haben keine Hazard Removal dabei, das ist dann natürlich ärgerlich. Gerade für unser Mega Bibor. So, unser Gegner geht dann raus. Wir gehen also auf sein Quadius zu. Wir gehen auf Siedewasser. Und ja, einen Burn bekommen wir nicht. Und Damage bekommen wir eigentlich auch nicht. Wir gehen dann wieder raus. Zurück auf unser Knolle, weil das eigentlich relativ solide auch dagegen ist. Unser Gegner setzt den Verhöhner ein, hat eventuell mit einem Call Mindset dann gerechnet und wollte das unterbinden. So, unser Gegner geht raus auf seinen Rosenstolz. Wir gehen auf den Gigasauger, sind safe geblieben. Das macht dann halt sehr wenig Damage. Und wir können noch nicht mal also den Rocks Damage zurückgewinnen. So, gegen Rosenstolz haben wir unser gutes Sis, aka Latias, die Match Bomb bekommt. Die Match Bomb macht Damage, klein wenig, aber sie vergiftet. Und die Vergiftung, die wird jetzt bleiben. Wir haben da auch nichts, um das wegzubekommen. So, unser Gegner geht dann raus in sein Dryhard Frogs. Wir setzen dann erstmal Wish ein. Bekommen halt zwar ein bisschen Lefties Recovery, aber der Giftschaden, also ist dann höher. Leider. So, wir gehen dann wieder raus. Das war hier nur leider ein bisschen dumm gedacht, weil das Ding wird nicht auf den Dark Pulse gegen mich gehen, sondern auf den Ice Beam. Den denken wir hier leider nicht mehr. Und so haben wir mal unser gutes Opa Present gesackt. Vielleicht hätte ich das nochmal hochheilen können mit Wish, dann hätte es auf jeden Fall mal noch einen Kill gemacht. So haben wir es dann leider weggeschmissen. So, hier ruft unser Gegner dann zurück. Geht in seinen Cobalion. Wir gehen derweil in die Mega. Und drücken Basic die Kehrtwende.
war an dieser Stelle nicht so schlau, weil man hätte einfach sehr gut den Switch-Out auf Cobalion predikten können. Und ich meine, dann hätten wir immerhin so zur Hälfte hätten wir ihn. Also, ich habe gekalkt, das Ding macht dann 50% so ungefähr. Das wäre dann immerhin mal was gewesen. So, wir gehen in Meph. Unser Gegner geht direkt, hat das predicted, in Coco Jumbo. Ich dachte mir jetzt, okay, jetzt bei. Ich habe halt noch CM gedrückt. Und da dachte ich nach, also, wenn er mit solch einer Sicherheit in Coco Jumbo geht, dann wird er auch einen Move haben, der mich killt. Und das kann nur der Z-Move sein, der Z Thunderbolt. Und eigentlich sollte mein Switch-In dafür, also eher für die Elektroattacken, sollte das gute Quale sein. Das ist nämlich Scarfed, hat aber noch ein bisschen speziell defensives Investment. Die Giga-Volt Funkensalve kommt. Und die Giga-Volt Funkensalve killt dann im Elektrofeld doch etwas leider. Tja, dann steht es jetzt schon mal 6 zu 4 für unseren Gegner. Und ja, wir kommen dann mit Maya rein. Das Set habe ich dann auch ein bisschen verkackt. Mit Rocks Damage habe ich eine gerade KP-Anzahl. Geht auf meine Kappe. So, hier gehen wir dann direkt auf den Schlagbohrer. Gegen das Pampos macht das dann nicht so viel, aber noch ein Volltreffer immerhin. Ja. Wir gehen dann auf die Kehrtwende. Haben so hin noch immerhin ein bisschen passablen Damage bekommen. Jetzt ist unser Gegner auf plus 2 Death. Darauf gehen wir erstmal in unser Suicune. Weil das macht halt schon ein bisschen was dagegen. Unser Gegner geht dann auf Heavy Slam. Was uns zum einen wenig macht. Zum anderen haben wir den Beulenhelm drauf. So. Unser Gegner geht dann natürlich wieder raus. Auf seinen Rosenstolz. Wir gehen an dieser Stelle direkt aufs Liedwasser. Vielleicht wäre hier CM besser gewesen, aber da hätte ich auch nicht unbedingt alles so gut weggesteckt. Also, wer weiß. Wir gehen dann wieder an Knolle, weil ich dachte, gut, also irgendwie muss ich jetzt was wegwerfen, das wird wohl sein. Aber er geht direkt auf den Blättersturm und nicht auf die Sludge Bomb. Hat mich dann gewundert, weil ansonsten waren mir ja drei Switch-Ins dann sozusagen gegeben. Unser Gegner geht dann wieder raus auf seinen Coco Jumbo. Und wir drücken dann den Ableithieb. Dachten mal wieder an Cobalion. Cobalion kommt aber halt eben nicht. So, wir gehen dann zurück auf Sekunden, weil die Kehrtwende war, sagen wir, etwas obvious. Können wir dann immerhin noch etwas Rocky Helmet Damage holen. Den bekommen wir auch. Und unser Gegner geht zurück. Hier geht er dann auf sein Bajussu. Und kann uns dann leider mit dem Strauchler rausnehmen. Tut mir leid. Ja, immerhin noch ein bisschen Beulenhelmschaden kommt dann dazu. Wusste gar nicht, dass das Beulenhelmschaden gibt. Naja, gut. So, wir müssen dann auf unser Maya gehen. Und hier kommt dann ein bisschen harter Missplay. Ich dachte, unser Gegner geht wieder auf Pampros. Er geht aber in Cobalion. Und trotzdem wäre hier dann auch so oder so der Schlagbohrer der bessere Play gewesen. Auch wenn unser Gegner eine Beere hat. Der darauffolgende hätte dann gekillt. So kann er uns dann hier leider rausnehmen. So, das Elektrofeld ist dann eher schon wieder weg.
Und wir versuchen noch irgendwie was mit Sis rauszuholen. Glücklicherweise geht unser Gegner hier erstmal raus, sonst hätte er uns sehr safe rausgenommen und in sein Kuku Jumbo. Weil ein Eisenschädel hätte sehr wahrscheinlich gekillt und wir hatten nur Dragon Pulse und Psychic im Set. Wir gehen währenddessen dann auf den Wunschtraum. Wir sind dann jedoch wieder im Endeffekt im Minus, was die KP angeht, wegen dieser Vergiftung. Danke dafür nochmal. Dann können wir natürlich gut auf den Protect gehen. Und bekommen dann den Wish. Der lässt unsere KP-Range dann etwas besser aussehen. Nur so ganz ist sie das dann auch nicht. Durch das Gift nun mal. So, jetzt kommt die Kehrtwende. Die Kehrtwende macht Damage. Und wir gehen an dieser Stelle auf den Drachenpuls, weil der Switchout war ja sehr predictable. Der Drachenpuls kommt und ja, er killt mal fast. Gut, das bringt uns jetzt nichts mehr. Der Eisstrahl kann halt einfach kommen und killt uns. Immerhin bekommen wir dadurch unseren einzigen Kill in diesem Match, da das gute Quajus-2 an dem Live-Up stirbt. Jetzt kann unser Gegner mal noch in Coco Jumbo gehen. Wir können noch in Knolle gehen. Wie das Matchup ausgeht, ist eventuell predictable. Ich meine, der Tiefschlag killt ja jetzt ganz klar. Hey Quatsch, gut, die Kehrtwende kommt. Und somit verlieren wir leider am ersten Spieltag 5 zu 0 gegen den guten Leroy. GG an dieser Stelle nochmal. Bei mir lag irgendwo der Fehler im Teambuilding, weil ich hatte einfach nur nach Switch-Ins gesucht für seine Offensive. Aber mein Team konnte mir die eigentlich nicht so wirklich geben und deswegen habe ich eigentlich keine offensiven Antworten gehabt. Ich hatte höchstens noch Mega Vibor, was aber nun mal durch die Rocks nicht viel macht. Ich hätte halt, wenn ich das wirklich als offensives Mon gut einsetzen wollte, hätte ich eine Hazard Removal gebaut und Anego. Das war halt auch kaum offensiv. Hatte glaube ich 84, wenn überhaupt, Special Attack Investment. Und ja, also war nicht so das gute Set. Und dann hatten wir halt noch Dramper. Das hätte, wenn es full war, relativ safe, also und auf unter die Hälfte gebracht wird, hätte das relativ safe irgendeinen Mon rausgeholt. Dazu kamen wir leider nicht, da wir halt in der ersten Runde direkten eine U-Turn kassiert hatten und die uns halt nicht unter die Hälfte gebracht hat. Immerhin konnten wir dann Latios guten Damage machen. Leider hat das uns nichts gebracht, da Latios dann im Spiel nicht mehr zu sehen war. Ja, ich hoffe mal, das läuft nächste Woche besser. Und ja, wir sehen uns dann. Ich denke mal, das war's dann schon soweit. Ja. Ich bin da mal gespannt auf die Kommentare. Jo, jedenfalls, das war's. Euer Ash.